In Runde 18 häkeln wir weiter mit Abnahmen. Das heißt, wir beginnen mit einer Maschenabnahme und dann 5 feste Maschen. Wieder eine Abnahme und 5 feste Maschen. Eine Abnahme, immer wieder im Wechsel und 5 feste Maschen. Wir kommen dann am Ende auf insgesamt 36 Maschen und in Runde 19 häkeln wir 36 feste Maschen ohne weitere Abnahmen. In Runde 20 häkeln wir weiter mit Abnahmen, also beginnend mit einer Maschenabnahme und 4 festen Maschen. Wieder eine Abnahme und 4 festen Maschen. Wir kommen dann auf insgesamt 30 Maschen am Ende der Runde und in Runde 21 häkeln wir durchgehend 30 feste Maschen. In Runde 20 häkeln wir weiter mit Abnahmen. Also beginnend mit einer Maschenabnahme und 4 festen Maschen. Wieder eine Abnahme und 4 festen Maschen. Wir kommen dann auf insgesamt 30 Maschen. Am Ende der Runde und in Runde 21 häkeln wir durchgehend 30 feste Maschen. In Runde 22 häkeln wir vorübergehend die letzten Abnahmen, also eine Abnahme im Wechsel mit 3 festen Maschen. Am Ende kommen 24 Maschen dabei rum in der Runde. Und diese 24 Maschen oder 24 festen Maschen häkeln wir dann in der Runde 23 bis einschließlich 28 ohne weitere Abnahmen. Also Runde 23 bis einschließlich Runde 28 insgesamt 24 feste Maschen durchgehend häkeln. So, wenn ihr dann Runde 28 auch fertig gehäkelt habt, füllt ihr die Birne schon einmal mit Watte, was ich hier auch schon vorbereitet habe. In den nachfolgenden Runden Stück für Stück noch ein bisschen nachstopfen bei Bedarf, aber der Bedarf wird da sein. In Runde 29 häkeln wir weitere Abnahmen. Und jetzt geht es in den Endspurt der Birne. Und zwar häkeln wir eine Abnahme und 2 feste Maschen, immer im Wechsel. Kommen dann auf 18 Maschen in der gesamten Runde. In der Runde danach, also in Runde 30, dann häkeln wir eine Abnahme und eine feste Masche im Wechsel. Und in Runde 31 häkeln wir dann insgesamt 6-mal eine Abnahme. Und zu diesem Schritt oder nach diesem Schritt sehen wir uns dann gleich wieder. So, zum Ende der Runde 31, bei der letzten Abnahme, da behalte ich hier die Maschen erstmal auf der Nadel, weil jetzt kommt der Farbwechsel zu braun. Ich habe hier den Faden schon mal abgeschnitten, weil die Maschen mit braun in der letzten
die letzte Abnahme mit Braun abgemascht wird. So, erstmal die Fäden ordnen. So, Runde 32. Ab Runde 32 bis einschließlich 36 wird durchgehend in Braun 6 feste Maschen in der Runde gehäkelt. Hier müssen wir ein bisschen fester anziehen, die Fadenenden. Die häkel ich jetzt mit ein, dann brauche ich sie am Ende nicht vernähen. Es ist ein bisschen friemelig zu Beginn. Aber wenn erstmal der Anfang gemacht ist, dann geht es Stück für Stück besser. Immer wieder die Fäden ein bisschen fester anziehen. Und immer darauf aufpassen, dass die Fäden oben drauf liegen, dass sie mit eingehäkelt werden. Dann hat man später nicht die Arbeit mit dem Vernähen, weil man kann sie dann nach Ende der Runde gleich abschneiden. Und sie können dann auch nicht mehr rausrutschen. So, die erste Runde war jetzt ein bisschen friemelig mit der neuen Farbe. Das ist aber ganz normal. Also Runde 32 haben wir jetzt beendet. Braun hat angefangen. Runde 33 bis einschließlich 36 weiterhin 6 feste Maschen häkeln. Und dann sehen wir uns gleich wieder zum nächsten Schritt. So, ich habe jetzt auch die letzten Runden mit dem Braun gehäkelt für den Stiel oder Stängel. Hier unten habe ich noch die Fadenenden vom Grün. Und Braune kann die jetzt abschneiden, nachdem ich nochmal fest angezogen habe. Den Markierungsfaden, den roten, habe ich in der Zwischenzeit auch schon rausgezogen. Jetzt geht es darum, das Abmaschen. Hierfür häkel ich noch eine Kettmasche und eine Luftmasche. Kann den Faden dann abschneiden. Der Stiel bzw. Stängel braucht natürlich nicht mit Watte gefüllt werden, weil der viel zu dünn dafür ist. So, und hier wird jetzt die Öffnung zugenäht. Hier oben ist ja, wie gesagt, so eine kleine Öffnung. Und hierfür stechen wir von außen durch jede Masche einmal ringsherum durch die letzte Runde. Das ist wie so die Nadel hindurch weben. Und wenn wir einmal rum sind, ziehen wir oben zu, dann ist die Öffnung verschlossen. Mach nochmal einen Knoten. Den Faden fest anziehen. Und ich steche ihn jetzt noch ein paar Mal durch diesen braunen Stängel hier, damit er vernäht ist und nicht mehr rausrutschen kann. Dann kann er abgeschnitten werden und schon ist die Birne fertig. Und wie gesagt, die ganzen anderen Früchte, die findet ihr in der Playlist und den Link zu der Playlist, den habe ich euch in der Infobox hinterlassen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch auch die anderen Videos anschaut für die anderen Früchte. Und wir sehen uns zu der nächsten Anleitung hoffentlich wieder. Bis dann und viel Häkelspaß weiterhin. Tschüss!